Willkommen zum Blue Talk. Heute rede ich mit der wunderbaren Judith Holofernes. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, blendend. Leicht angequollert von all der sozialen Isolation, aber trotzdem bestens gelaunt. Das freut mich doch sehr. LGBTQI+, das ist ja auch etwas, was für dich keine unentscheidende Rolle in deinem Leben gespielt hat. Erzähl mir doch mal, was waren deine ersten Berührungspunkte und was denkst du, wie ist Deutschland 2020 bezüglich dieses Themas so drauf? Mir ist das Thema natürlich sehr nah am Herzen, weil ich mit einer lesbischen Mutter aufgewachsen bin, alleinerziehend. Also nicht mit zwei Müttern. Das muss ich immer so ein bisschen dazu sagen, weil ich tatsächlich im Laufe der Jahre viel, ja, auch von Pärchen, ne, um Rat gefragt worden bin, die gefragt haben, die natürlich sich dann freuen, mal mit einem Kind sprechen zu können, was erwachsen geworden ist. So, ne? Pärchen, die adoptieren wollen oder die ein Kind bekommen wollen, auf andere Art und Weise. Und ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen und musste aber natürlich immer als Kind mich damit auseinandersetzen, dass unsere Familie anders aussieht als die Familien von anderen Leuten. Und bin außerdem lustigerweise ja auch so ganz viel mit schwuler Literatur aufgewachsen und mit Comics und so. Also meine erste Comicliebe oder eine meiner ersten Comiclieben war Ralf König. Und ich habe Tales of the City gelesen mit, was weiß ich, 13 oder so, ne? Also Armistead Maupin ist einer meiner großen Helden und ich habe Rita Mae Brown gelesen, Rubinroter Dschungel und so. Also meine Mutter hatte halt einfach so eine Bibliothek natürlich von lesbischer und schwuler Literatur rumstehen. Das heißt, ich glaube, ich habe mich als Teenager, Mädchen, tatsächlich komischerweise am meisten identifiziert mit schwulen Jungs. Also ganz genau, wie das passiert ist, kann ich es nicht herleiten, weil ein Mädchen war ich ja schon. Aber das war einfach so meine engste Identifikation. Und es geht mir immer noch so, dass ich einfach da sehr, weißt du, wenn in irgendeiner Netflix-Serie jetzt dann der, ne, hier bei Sex Education oder so, mein Herz schlägt immer am höchsten für den schwulen Bub, der es noch nicht weiß. So, das ist einfach, ja, für mich sehr nah. Und viele kennen dich von Wir sind Helden, aber dich gibt es natürlich auch solo und bei Patreon auch. Und bei Patreon machst du ja auch einen Podcast und der erste Gast in deinem Podcast war deine Mutter. Nee, also sie war nicht der erste Gast, sondern ich glaube der fünfte. Aber ja, genau. Und der fünfte Gast war deine Mutter. Ja, meine Mutter. Also ich, genau, also ich spreche in meinem Podcast, der heißt Salon Holofernes und ich spreche eigentlich mit, also die Ansage ist, ich spreche mit Künstlern übers Kunstmachen und ich suche mir hauptsächlich Künstler aus, oder ich versuche es, sind natürlich auch viele Musiker dabei, einfach weil ich viele kenne, so. Aber eigentlich versuche ich, möglichst Leute einzuladen, von deren Beruf ich nicht richtig viel verstehe, die aber auch Kunst machen. Und dann versuche ich so, die Gemeinsamkeiten herauszufinden und dass wir was voneinander lernen. Und dann wollte ich gerne eine Folge mit meiner Mutter aufnehmen, weil meine Mutter ist literarische Übersetzerin. Und ich habe natürlich das aus nächster Nähe immer mitgekriegt, dass das sehr wohl ein Künstlerberuf ist, nämlich die Person, deren Stimme wir lesen, wenn wir Bücher lesen. Das ist ja den meisten Leuten so nicht bewusst. Und deswegen wollte ich eine Folge übers Übersetzen machen mit ihr. Und hast du was gelernt? Ja, klar. Also natürlich wusste ich schon vieles, weil es meine Mutter, mit der rede ich ab und zu so, ne? Aber das war sehr schön. Es war toll. Also ich habe ganz viel darüber gelernt, nochmal, wie sie tickt und wie das für sie war, als ich ganz klein war, als sie angefangen hat. Also sie hat wirklich angefangen zu übersetzen, als ich ein Baby war. Und ja, schön. Aber vor allem hatte ich das Gefühl, dass wir gemeinsam den Beruf sozusagen wirklich vorstellen konnten. Ein bisschen wie so Sendung mit der Maus für Erwachsene. Und ich habe danach ganz viele Kommentare bei Social Media und so waren, oh ja, das ist ein toller Beruf und ich überlege das auch schon ganz lange. Und also ich glaube, wir konnten so ein paar Leute für den Beruf erwärmen, was ich auch nur deshalb guten Gewissens tun kann, weil wir sehr stark betont haben, dass man dabei kein Geld verdient. Also es ist einer der schlecht bezahltesten, sozusagen so anspruchsvollen Berufe,
die man sich so vorstellen kann. Also die Leute sind wahnsinnig gebildet und vielseitig und flexibel und neugierig, die das machen und so, ne? Und verdienen sowas wie 17 Euro pro Buchseite. Also es ist unglaublich schlecht bezahlt, aber wer es trotzdem machen will, ist es einer der schönsten Berufe der Welt. Es ist einer der schönsten Berufe. Sag mal, wurdest du denn oft mit der Frage behelligt, ob du denn jetzt auch lesbisch wärst, weil deine Mutter ja lesbisch ist? Also, erstens mal haben sich natürlich, also natürlich sage ich jetzt mal, es klingt, also es haben sich immer mal Mädchen in mich verliebt, auch schon als Teenager. Natürlich. So, und das war, das hatte, glaube ich, zum Teil auch damit zu tun, mit meiner Mutter, ne? dass Freundinnen von mir da auch ihre Nähe gesucht haben, ne? Oder was gesucht haben, was in ihrer eigenen Familie nicht zu finden war. Und ne? Also ich glaube, das muss dann auch verwirrend gewesen sein, natürlich, für meine Freundin. Und ich wäre da aber vielleicht auch offen für gewesen, wenn die Richtige dabei gewesen wäre oder so, ne? Aber war irgendwie nicht. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass manche Jungs, die mit denen ich zusammen war, wiederum irgendwie irritiert waren und auch gleich dachten, meine Mutter, also nicht die schlaueren, tolleren Jungs, ne? Aber so die Fehlgriffe, die haben dann gerne mal so ein bisschen gedacht, meine Mutter würde was gegen Männer haben. Und waren dann bei mir zu Hause immer ganz klemmig und unsicher, weil sie irgendwie dachten, meine Mutter hat was. Also ja, also es hat komische Sachen mit meinem Liebesleben gemacht. Weißt du, eine Sache, das ist mir nämlich jetzt erst so in meinem Schreiben klar geworden. Eine Sache, von der ich glaube, dass die damit zu tun hat, dass ich eben so aufgewachsen bin, ist, dass ich für mich, ich habe keine besonders klare Gender-Zuordnung. Für mich, wenn ich schreibe, also wenn ich Songs schreibe zum Beispiel, es gibt ziemlich viele Songs, ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit allen Songwritern geht, aber es könnte irgendwas damit zu tun haben, so, ne? Ich bin da extrem frei innerlich und ich schreibe Songs, da bin ich im Schreiben eigentlich ein Mann und denke überhaupt nicht darüber nach. Und es gibt andere Songs, da bin ich ein 16-jähriges Mädchen und so, ich kann sehr springen. Und ich bin sehr gut befreundet mit meinen männlichen Anteilen und meinen weiblichen Anteilen. Und mir ist sozusagen dieses doch neuere Konzept, dass Gender fluide ist, davon hat ja in den 80ern und 90ern noch nicht wirklich jemand geredet. So, ne? Und mir ist das völlig selbstverständlich, mir ist das völlig klar. Und auch, ich weiß nicht, die Freundinnen meiner Mutter, sie hatte jetzt nicht wahnsinnig viele Freundinnen, aber die sie hatte, die waren zum Beispiel auch durch die Bank weg, glaube ich, vorher nicht lesbisch. Das heißt, mir war das als Kind schon völlig klar, dass Liebe Liebe ist und dass das irgendwie auch veränderlich ist, in wen man sich verliebt. Also nicht immer so, ne? Aber ja, also ich bin da mit einer großen Flexibilität groß geworden, glaube ich. Und seid ihr mit Wir sind Helden oder du auch mal solo mal bei einem CSD aufgetreten oder bot sich das einfach nicht an? Also ich wollte beim CSD unbedingt auftreten mit meinen Solo-Sachen und tatsächlich hat es dann zweimal nicht geklappt wegen irgendeinem Scheiß und dann war ich auch sauer, ich glaube wegen Promo. Also ich bin ja gerne mal sauer, wenn ich Promo machen muss, anstatt irgendwas zu machen, was ich machen will. Unter anderem bin ich deshalb jetzt bei Patreon, damit ich weniger Promo machen muss. Und haben wir mit den Helden bei einem CSD gespielt? Also wir haben auf jeden Fall mal bei einem lesbischen Festival gespielt an der Ostsee, da wo auch dieser Weekender stattfindet vom Rolling Stone. Das war total schön, in so einer verlassenen Ferienanlage am Strand. ja, also ich habe immer, wenn es sich irgendwie geboten hat, habe ich da quasi versucht, meine Verbundenheit auszudrücken. Auch für schwule, lesbische, irgendwie queere Familienmodelle. Das freut mich natürlich immer, ne? Wenn ich da, weil es gibt, glaube ich, einfach nicht so viele Leute in meinem Alter, die sagen können, ja, guck, irgendwie, man kann, also irgendwie kann man nicht sagen, dass aus den Kindern nichts wird. Also können wir uns darauf freuen, dass du vielleicht in den nächsten Jahren dann, wenn dein selbstgestalteter Zeitplan es zulässt, du mal vielleicht auf einem CSD auftrittst. Ja, klar.
Noch mehr über Judith Holofernes gibt's in der Web Talk Show. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Blue.